Deutsche Welle ist sehr gerne Partner von Kulturweit, denn wir treten ja ein für dieselben Ziele und Werte, für einen kulturellen Austausch, für Offenheit, für Dialog. Wir bieten Einsatzstellen in Bolivien, wir bieten Einsatzstellen in Namibia und in Tansania und eben in Russland. Ich war mit Kulturweit bei der Deutschen Welle in Moskau. Ich denke, sehr prägend war für mich meine erste Umfrage, die ich machen durfte. Denn es war im März und es hat geschneit und wir sind über einen roten Platz gegangen. Ja, es hat Spaß gemacht, aber es war auch schwierig und es war insofern ein Erfolgserlebnis. Besondere Erfahrungen können die jungen Leute machen, indem sie in der Landessprache nicht nur kommunizieren in ihrer Freizeit und dort Land und Leute kennenlernen, sondern auch auf der Arbeitsebene. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass sie die Sprache beherrschen, die interkulturellen Codes, um sich dann auf der Arbeitsebene gehaltvoll, qualifiziert austauschen zu können und mitzuarbeiten unter unterschiedlichen Bedingungen, journalistischen Bedingungen. Das ist das Besondere für die jungen Leute in den Einsatzstellen, die wir bieten können. Bei der Deutschen Welle und ihren Partnern können unsere Freiwilligen sich selbst journalistisch ausprobieren und damit einen Einblick bekommen, wie Medialkultur in einem anderen Land transportiert wird. Und sie berichten auch nach ihrer Rückkehr in Deutschland, dass sie einen ganz anderen Blick auf die hiesige Medienlandschaft haben. Alle, die Mut mitbringen, die Offenheit mitbringen, die Neugier mitbringen, die eine Bereitschaft mitbringen, sich kulturell auszutauschen, sind bei uns herzlich willkommen. Ich denke, dass ich durch Kulturweit noch mal ein ganzes Stück selbstständiger geworden bin, weil ich gelernt habe, in Russland Dinge selbst zu organisieren, auch Sprachbarrieren zu überwinden, auf Menschen zuzugehen.